Hallo, hier ist wieder Exi. Und es geht weiter mit Mario's Extremely Adventure. Die Leben schwinden und ja. Wir versuchen uns eben weiterhin hier durch dieses Level durchzuwerkeln. Und ich habe halt keine Ahnung, wie lange das Level überhaupt noch gehen wird. Die Passage da hinten bei den Quallen, da sieht man halt noch anderes, was dann auf uns zukommt. Und ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht mehr wirklich, was ich sagen soll, weil die ganze Geschichte hier... Einerseits muss ich mich die ganze Zeit konzentrieren, weil die Sachen, die abverlangt werden, halt trotzdem nicht trivial sind. Gerade wenn es um sowas geht wie die Sprünge auf den erscheinenden Blöcken unter dieser Stachelsäule, da habe ich jedes Mal wieder unglaubliche Angst davor. Einfach weil ich überhaupt keinen Platz habe, weiß einerseits, wenn ich zu hoch springe, erwischen mich die Stacheln direkt. Andererseits muss ich dann trotzdem noch darauf achten, auf diese einzelnen Blöcke drauf zu springen. Ja, wie gesagt, es nervt halt primär das, was dann da noch kommt. Dass ich dann nach den ganzen Strapazen hier dann noch schnell was vorgesetzt bekomme, wo es halt einfach sein kann, ja, wenn ich die Plattform direkt nehme, dass es sich zeitlich halt nicht gut ausgeht, weil das Ganze halt einfach nicht gleichzeitig gleich getaktet ist. Und das regt mich auf. Das regt mich unfassbar auf, dass das Ganze hier halt auch nicht gleich getaktet wurde. Dass hier nicht darauf geachtet wurde, dass diese sich bewegende Plattform und die Quallen, dass das alles im selben Takt funktionieren muss, sodass es halt egal ist, wann du da ankommst. Also nach dem momentanen Modell sind es halt Sachen, die auch passieren, während ich gar nicht dort bin. Nee, hier ist auch kein Mittelpunkt. Ja, wie gesagt, ich lasse die Plattform jetzt einfach mal noch eine Runde drehen. Ich meine, dass ich vorher mal darauf gewartet habe, dass die noch eine Runde dreht, weil ich mich nicht direkt getraut habe. Und dann meine ich, dass es besser gepasst hat. Wieso? Generell kein Freund von dieser Idee, dass man einfach prinzipiell sagt, ja, da ist ein Schadensfeld und das aktiviert und deaktiviert sich. Weil es dann einfach nur eine Fläche ist. Kein großartiger Kontext in dem Sinne, wie Lava, die halt steigt. Sondern es ist halt einfach nur Schadensfeld da, Schadensfeld weg. Fertig. Da war es jetzt auch wieder, dass ich irgend so eine komische Abprallbeschleunigung hatte. Wo ich auch nicht kapiere, wo die eigentlich immer herkommt. Ich meine, kann natürlich auch sein, dass du dir zwischendurch überlegt hast, oh ja, manche von den Blöcken mache ich dann einfach rutschiger. Was ich jetzt aber nicht glauben möchte. Weil das ohne irgendeinen weiteren Kontext wirklich... Oh, im Endeffekt Spielerverarsche wäre. Ich sag mal, so ein Speziallevel enthebt einen deswegen nicht davon, dem Spieler zu zeigen, was er zu tun hat. Ja, und was mich halt auch nervt, mir fallen die ganzen Sachen halt hier effektiv nicht wirklich leichter. Ich finde hier für diverse Sachen auch einfach keine Standardlösung, die ich einfach mechanisch abarbeiten kann. Wegen diesem dämlichen Schwung.
Weil ich absolut kein Gefühl für den Schwung habe, kann es mir halt hier immer noch ganz leicht passieren, dass ich da übers Ziel hinaus. Ja, und jetzt bin ich zu spät gedrückt und hab wieder nicht springen dürfen. Da! Diese Beschleunigung, die dann da einfach von jetzt auf gleich da ist. Das ist das Ekelhafteste überhaupt. Vor allem, wenn es halt auch noch bei solchen Blöcken der Fall ist, weißt, die Blöcke bewegen sich nicht mal sonderlich schnell. Da sollte eigentlich kaum zusätzliche Beschleunigung da sein. Aber wenn die gerade in dieselbe Richtung gehen, die Mario dann abspringt, dann katapultiert es den trotzdem mit Höchstgeschwindigkeit weiter. Vollkommen egal, ob diese Blöcke jetzt eigentlich ziemlich langsam vorangingen oder nicht. Das ist dann einfach wurscht. Mario wird dann einfach beschleunigt. Aber bei manchen Geschwindigkeiten sollte man meinen, dass die Reibung die Geschwindigkeit einfach komplett rausnehmen kann. Aber das ist halt nicht so. Ja, manche Sachen hier im Level sind aber so gesehen auch einfach nur stupideste Hidden machen. Einerseits haben wir dann sowas wie das hier, wo halt eigentlich so gut wie gar nichts passiert. Genauso da drüben diese Treppe aus Blöcken, die da immer wieder rauf und runter geht. Das ist halt im Endeffekt auch nichts anderes als einfach nur was, was dir den Weg blockiert. Und was halt mal eine andere Form hat als einfach nur solide Blöcke, die sich auf und ab bewegen. Wo man drunter halt dann auch einfach nur warten muss, bis das Ding wieder weg ist. Da, wenn ich einmal ordentlich so runterfalle, dann geht's ja. Da, ich habe jedes Mal wieder Panik, dass mich diese Stacheln dann da erwischen. Das ist natürlich auch der Sinn und Zweck dahinter, dass das so passiert. Aber nein, nehme ich nicht an. Nee, wegen dem Zwischenpunkt. Ich habe schon gesagt, solche Späße kann man sich erlauben, wenn das sonstige Level nicht so lang ist. Aber hier bei so einem Speziallevel, dir im Endeffekt nur den Scherz zu erlauben, zu sagen. Ja, toll, einen Schritt weiter. Aber gut, wir kommen mit Peach durch. Ist ja schon mal ein Vorteil. Ist ja schon mal ein Vorteil. Wir kommen durch. Und ja, mit den erscheinenden Quallen, dann springe ich halt da im letzten Moment von der Plattform ab. Okay. Haben wir dafür auch unsere kleine Lösung gefunden. Es ist schon möglich, aber ja, wie gesagt. Es spielt halt da einfach die ganze Zeit mit rein, dass da halt alles andere vorher kommt. Dass einfach davor diese ewig lange Passage wiederkommt. Ich gehe jetzt auch mal schwer davon aus, dass das hier wieder der Teil des Projektes ist, wo sich die Leute dann das Ganze hier gar nicht mehr anschauen wollen, weil ja, im Endeffekt nur wieder dasselbe passiert. Und ich ja keiner von den Let's Playern bin, die einfach nur alles zusammenschneiden, dann so eine Art Zusammenschnitt von den lustigsten Ton mit den lustigsten Aufregern machen und ansonsten aber dann einfach nur den Siegesversuch zeigen im Sinne von, ja, einfach alles zusammenschneiden, was am Video unterhaltsam sein könnte und ansonsten die Zuschauer bloß nicht weiter mit Fehlversuchen aufhalten. Die Philosophie ist nicht komplett unverständlich, aber ich weiß nicht. Halt.
hab halt ehrlich gesagt nie was davon gehalten. Alles immer nur auf den Unterhaltungswert runterzubrechen und zusammenzuschneiden. Ich habe halt nur, ehrlich gesagt, die Sorge, wenn die ganze Sache jetzt hier noch weiter geht, dass ich dann hier auch schon wieder drüber nachdenken muss, über irgendwelche Themen zu reden. Ich find's halt echt... Ich bin nicht so ganz glücklich mit dem Umstand, dass ich in meinen Projekten ständig wieder in die Situation gerate, dass ich irgendwelche Themen suchen darf, weil ich im momentanen Projekt einfach nicht vorankomme. Weil ich meine, für mich heißt das ja im Endeffekt auch. Ja. Ich bin so langsam, komm so langsam voran, dass ich schon Themen finden muss, damit die ganze Geschichte in irgendeiner Form noch ansehbar wird. So. So. Diesmal nehmen wir sie gleich mit. Diesmal haben wir eine andere Vorgehensweise. Oh ja, lass mich jetzt unbedingt noch schnell davor. Eins, zwei, drei, vier. Arr! Ja und je, ja und jetzt, fragte. Ja. 1, 2, 3, 4. Ja. Schmacki. Und dann an der Stelle halt wieder so eine Situation von wegen, ja, mach eine Passage einmal so rum und einmal so rum. Durchlauf einfach exakt dasselbe zweimal. Gib mir das auf den Keks. Ich bin dann für Sie froh, dass ich jetzt auch für die Situation da hinten soweit eine Lösung gefunden habe, mit der ich mehr oder weniger arbeiten kann. Aber trotzdem, ich sehe halt dann immer noch, es ist halt immer noch nicht vorbei. Dann willst du bei den dämlichen Qualen, dass ich zweimal durch dasselbe durchlaufe. Wozu? Zu welchem Zweck muss ich denn unbedingt das zweimal machen? Reicht's denn nicht, wenn ich einmal durch die kurze Passage der erscheinenden Schadensquellen durchlaufe? Wieso reicht's denn nicht? Wieso muss ich das Ganze denn umgekehrt nochmal machen? Was soll das denn? Das ist doch einfach nur Zeitverschwendung. Also an der Stelle halt auch einfach nur heißt, ja, hast du genau im richtigen Moment laufen, eine Richtungstaste gedrückt, damit du da rechtzeitig durchläufst. Und wenn nicht, ja, dann kannst du halt als Spieler auch nichts machen. Es gibt ja nichts, wo du ausweichen könntest oder sonst irgendwas. Und es geht einfach nur darum, so, hast du jetzt im richtigen Moment die Richtungstaste gedrückt oder nicht? Und wenn du es nicht hast, ja, dann kommst du halt bis zu einem gewissen Punkt. Und dann krepierst du. Das ist halt das, was da effektiv passiert. Und genau deswegen halte ich von dieser Mechanik auch überhaupt nichts. Weil es dann einfach nur heißt, ja, schätz den Zeitpunkt richtig ab und dann mach. Und dann schau halt einfach, was passiert.
Das an für sich ganz schön, dass ich das mit der Plattform in letzter Zeit so gibt, aber ich brauch's ja eigentlich gar nicht. Da und dann halt wieder sowas. Immer schön blockweise. Weißt, ich habe auch mal ein Level gebaut, das einfach ein bisschen mehr auf Schwierigkeit gehen sollte. Ich habe auch mal ein Level gebaut, das ein bisschen mehr auf Schwierigkeit gehen sollte, und zwar Mega Man Maker. Ich habe ein Level gebaut, bei dem meine Prämisse war so, da soll jetzt mal ein bisschen Schwierigkeit reinkommen. Und ich habe auch tatsächlich zwei Stachelsprünge eingebaut, die nicht allzu trivial sind, bei denen ich auch immer wieder ein Weilchen hänge. Der Unterschied bei dem Ganzen ist allerdings, diese Sprünge kommen am Anfang und nach dem Mittelpunkt. So positioniert, dass der Spieler da zwar was hat, woran er sich durchaus ein bisschen frustrieren kann, aber es ist eine Sache, zu der er nicht sonderlich lange hin braucht. Und alles, was hinter diesen Passagen liegt, ist definitiv schwierigkeitstechnisch nicht ganz so dramatisch. Es ist nicht technisch anspruchslos. Ich erwarte vom Spieler trotzdem immer noch, dass er sich mit was anderem auseinandersetzt. Insbesondere auch damit, Gegner in äußerst unvorteilhaften Situationen schnell zu besiegen. Da gebe ich auch zu, dass das zum Teil schon ein wenig gemein ist. Aber wie gesagt, einerseits habe ich die wirklich nervtötenden Sachen so platziert, dass der Spieler sie ziemlich direkt antrifft. Und alles andere, was drumherum ist, ist nicht einfach, aber halt technisch alles trotzdem soweit umsetzbar. Und man kann auch, wenn man ein bisschen Ahnung von der Mega Man Art und Weise hat, wie er sich bewegt, kann man auch entsprechend Schlüsse draus ziehen, wie das zu machen ist. Und die andere Sache ist halt, ich kannte halt auch einen Punkt. Mein Level war halt auch irgendwann einfach mal vorbei. Ich würde zugegebenermaßen stellenweise etwas fies, gebe ich zu, aber das Level endet halt auch einfach irgendwann. Aber das hier... Die andere Sache ist halt, ja, ich dachte ja vorher hatte ich diesen naiven Gedanken, dass der Schlüssel bedeuten könnte, dass das Level bald sein Ende findet, weil, ne, dann könnte ja ein Schlüsselloch kommen und damit ist dann die Sache gegessen. Aber nee, damit öffnen wir ja nur eine Tür und ich habe ja dann schon gesehen, dass sich da weiter unten noch was bewegt hat. Und da war dann auch schon wieder so ein Fragezeichen-Block, der seinerseits dann halt auch wieder einfach nur dazu da sein wird, um mir irgendwo eine Barriere zu öffnen, wo ich mich dann über eine ein Block breite Plattform, die sich bewegt, hinüber manövrieren darf. Und ich weiß nicht, dann sollte so langsam das Ziel halt auch mal, finde ich, in Reichweite sein, zumindest sichtbar. Einen auf schwierig zu machen ist das eine, aber dann keinen Punkt kennen wollen. Ich weiß nicht. Ich meine, auch die herkömmlichen Mario-Spiele, die hatten dann zwar diverse Herausforderungen. Die hatten dann zwar diverse Herausforderungen, aber
die hörten halt, wie gesagt, auch einfach mal irgendwann auf. Die kannten dann halt. Ja, toll. Wieso ist das denn jetzt wieder so unpassend gewesen? Alles nur, weil sich alles permanent bewegen muss und asynchron zueinander ist. Ich kann doch nicht wissen, wie die spätere Situation aussieht. Manchmal brauche ich halt in der Situation kurz mal ein bisschen länger. War das mir deswegen dann das komplette restliche Level ganz andere Zeitpunkte gibt, zu denen ich reagieren muss? Und ich schätze mal, dass ich die Aussage mit dem auf schwer gemacht falsch verstanden habe. Das, denke ich mal, bezog sich nicht auf die ganze Episode, auf die ganze SMBX-Episode. Ich krieg's einfach nicht hin. Wenn ich da übers Ziel hinausschieße und noch eine andere Beschleunigung hab, ich krieg's einfach nicht mehr hin. Jetzt hatte ich da wieder die Zusatzbeschleunigung. Bin einfach drüber hinweggerutscht. Ich merkte einfach diese Kraft, die mich da zurückdrängt oder weiter schubst. Ich kann's nicht kontrollieren. Es geht einfach nicht. Schätze mal, die meisten Leute spulen eh einfach durch und sehen dann eh, dass ich in der jeweiligen Folge dann keinen Erfolg hatte. Aber wieso mache ich mir darüber überhaupt Gedanken? Liegt ja bei den Leuten, was sie anschauen wollen, was nicht. Es liegt bei mir, was ich produziere und was nicht. Von daher. Es ist doch relativ. Was machen eigentlich hier jetzt plötzlich diese Grafiken? Warum sind jetzt hier plötzlich mittendrin diese anderen Grafiken? Wir haben die ganze Zeit diese Lego-Steine und diese anderen verschiedenfarbigen Blöcke. Gut, ich meine, hier geht es ja dann plötzlich weiter mit den Ringen aus Unterwasserleveln. Zusammen mit dieser schachbrettartigen Grafik auf der Stachelwand. Ich weiß, ich könnte theoretisch mehr pro Iteration machen, aber ich traue mich einfach nicht. Ja. Ich traue mich nicht, wie gesagt. Ja, wenn die Plattform dann einfach da ist, dann gefällt mir das am allerbesten.
Nein, nein, nein. Ach, Gott. Kenn doch einfach ein Ende, meine Fresse. Kenn doch einfach ein Ende. Ja, ich weiß doch, dass ich da runter muss. Mein Gott. Was? Herrschaftszeiten. Wie sagt man da so schön? Verarschen kann ich mich alleine. Ja, danke. Oh. Toll. Super. Ja. Wieder einen Schritt weiter. Und danke, dass ich für die Information, dass ich da unten nicht hinbrauche, weil da eine verdammte Münze ist. Toll hast du mich verarscht. Schön hast du mir, nachdem du mir dieses ganze Level bis dahin abverlangt hast, hast du mich nochmal einer weiteren Todesgefahr ausgesetzt. Nur mich dann zu verarschen. Das ist in so einem, nach so viel Level äußerst witzig. Das ist definitiv dann noch der richtige Zeitpunkt für Humor. Weil hey, war ja noch nicht gemein genug und hahaha, wir haben den kaputten Mittelpunkt ja eh schon so lustig gefunden. Dann finden wir es doch sicher bombastisch, wenn wir dann da unten auf einer Plattform mit Stacheln noch schnell zu einem Block hin dürfen, in dem einfach nur eine Münze ist. Bei dir weiß man das ja nie. Bei dir weiß man nicht, was die Blöcke alle bringen. Bei dir kann auch so ein Block, der normalerweise einen Inhalt hat, plötzlich dazu da sein, um irgendwas zu öffnen oder anzuhalten oder was auch immer. Wenn man es bei dir nicht weiß, weil bei dir die Grafiken total inkonsistent sind. Bei dir ist noch ein Off-Schalter dafür da, um Blöcke aus dem Weg zu räumen. Bei dir sind sogar Sprecherboxen. Lautsprecher sind bei dir dazu da, um irgendwelche Blöcke verschwinden zu lassen. Also erwarte nicht, dass ich an der Stelle dann plötzlich mir denke, oh ja, da ist bestimmt noch eine Münze drin. Du hast in deinem Spiel so, ja, du hast ab und an mal, wenn dir danach warst, du Gegenstände in Blöcke gesteckt. Aber ich kann mich nur an einen extra großen Block erinnern, der tatsächlich eine Münze beinhielt. Und einen kleinen Block, der daneben unsichtbar war. Aber ja, 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 das Level ist halt drauf ausgelegt, den Spieler aufzuregen. Ich hab schon verstanden. Als Ersteller denkt man sich an so einer Stelle dann, Mensch, bin ich einfach mal ein Schelm, verarsch den Spieler und lass ihn halt nochmal irgendwas machen, wobei er krepieren könnte, um ihm dann nur eine Münze zu geben. Es ist halt einfach nicht komisch. Es ist halt einfach überhaupt nicht komisch. Es regt einfach nur auf. Wenn ich mich schon so lange an so einem Level bemüht habe, durchzukommen, dann will ich gefälligst auch irgendwann mal fertig werden. Und nicht die ganze Zeit irgendwas noch vor die Nase gesetzt bekommen, was mir nur das Gefühl gibt, ja, bist einen Umweg gegangen, selber schuld, Spieler. Das braucht's doch nicht. Ja, die Folge ist vorbei. In der nächsten Folge probieren wir es weiter bei Mario's Extremely Adventure. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.